Hallo, ich bin Paula, 29 und vom großen KZQ-Team. Ich wurde in Düsseldorf geboren und habe dort medizinische Physik studiert. Jetzt forsche ich an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg an Quantenmaterialien. Zum Beispiel hier, im Rheinraum. Was das bedeutet, erfährst du am Schluss des Videos. Über die App KZQ habt ihr uns wieder knifflige Bonusfragen geschickt. Heute geht es um den absoluten Temperatur-Nullpunkt. Ihr erfahrt, warum es in unseren Laboren extrem kalt zugeht, Supermagnete im Einsatz sind und was Pottwale auf einer Briefmarke zu suchen haben. Was würde passieren, wenn man etwas bis zum absoluten Temperaturnullpunkt abkühlt? Würde es zu Staub zerfallen? Gibt es dazu eine Theorie oder eine praktische Anwendung? Möchte Carlos aus den USA wissen. Das ist ja eine eiskalte Frage. Da machen wir erstmal eine Exkursion zum absoluten Nullpunkt. Der absolute Nullpunkt ist die geringste mögliche Temperatur überhaupt. Minus 273,15 Grad Celsius oder 0 Kelvin. Er wurde im 19. Jahrhundert berechnet. Bei diesen Temperaturen können sich nach Annahme der klassischen Physik die Teilchen nicht mehr bewegen und sogar die Sterne frieren, denn selbst im Weltall ist es nicht so kalt. Die geringste natürliche Temperatur liegt bei minus 270,43 Grad Celsius, gemessen zwischen den Sternen. Tatsächlich ist das experimentelle Abkühlen bis auf exakt den absoluten Nullpunkt unmöglich. Trotzdem ist die heutige Technik, naja, schon nah dran. Erst kürzlich gelang einem deutsch-französischen Forschungsteam eine Abkühlung auf 38 Pikokelvin. Das sind nur 38 Billionstel Grad wärmer als der absolute Nullpunkt, also 12 Stellen hinterm Komma. Trotzdem, wenn man ganz nah ranzoomt, ist das noch weit von 0 Kelvin entfernt. Doch zurück zu deiner Frage, Carlos. Gehen wir mal davon aus, dass wir ein System, zum Beispiel ein winziges Atom, tatsächlich auf 0 Kelvin herabkühlen könnten. Dann hätten wir diesem System sämtliche Energie entzogen. Nach der klassischen Physik dürfte sich dann nichts mehr bewegen. Überraschung! Hier kommt die Quantenphysik ins Spiel. Tatsächlich besitzen physikalische Systeme, wie die Elektronen in den winzigen Atomen, sogar im absoluten Nullpunkt noch Energie. Diese nennt sich Nullpunktsenergie. Warum es die gibt, erklärt die Heisenbergsche Unschärferelation. Erinnere dich an die 2-in-1-Tube, gefüllt mit Senf und Ketchup im Spiel. Auch in der Wikipedia kannst du etwas dazu lesen. Es gibt also Paare von physikalischen Eigenschaften, bei denen sich niemals beide gleichzeitig genau bestimmen lassen. Man muss sich immer für eine der beiden Eigenschaften entscheiden und die andere bleibt unscharf. Will man zum Beispiel den Ort genau bestimmen, an dem sich ein Teilchen befindet, kann man das machen. Dafür weiß man aber nicht, mit welcher Geschwindigkeit es unterwegs ist. Dies trifft auch auf die Elektronen in den Atomen zu. Ein Elektron ist im Atom eingeschlossen. Wir wissen also, wo es ist. Zugleich hat es aber eine unbekannte Geschwindigkeit, denn die können wir ja wegen der Unschärferelation nicht genau bestimmen. Je enger das Elektron eingeschlossen wird, desto größer kann diese Geschwindigkeit sein. Demnach besitzt das Elektron im abgekühlten Atom immer noch ein bisschen Energie. Es bewegt sich. Doch keine Angst, das alles spielt sich nur in der Welt der kleinsten Teilchen ab. Doch manchmal können wir dies sogar sehen. Zum Beispiel bei dem Gas Helium. Das kennt ihr vielleicht als Füllgas für Partyballons. Während alle anderen Stoffe spätestens am absoluten Nullpunkt fest werden, bleibt Helium flüssig. Seine Nullpunktsenergie ist dafür groß genug. Das Verrückte an Helium ist, es ist eine suprafluide Quantenflüssigkeit. Schon bei Temperaturen unter minus 271 Grad Celsius kann es Wände hinauffließen sowie kleinste Poren und Ritzen durchdringen. Und wer braucht das? Diese Eigenschaften werden in Forschungsgeräten genutzt. Helium kommt auch als Kühlmittel für supraleitende Magnete, medizinische Beatmungsgeräte und beim Tiefseetauchen zum Einsatz. Also nichts mit in Staub zerfallende Materie beim Abkühlen auf den absoluten Nullpunkt? Nein, im Gegenteil, Carlos. Materie zerfällt beim starken Erhitzen. Beim Abkühlen jedoch werden Materialien im Allgemeinen immer fester. Eine Ausnahme ist das seltsame Helium. Ah, quantenphysikalische Erscheinungen zeigen sich also, wenn es sehr kalt ist. Arbeiten die Forschenden im Superkühlschrank? Wir selbst sind nicht in einem Superkühlschrank, aber unsere Materialien. Wenn ihr mein Lieblingsfach Physik studiert, könnt ihr euch Folgendes erwarten.
Wir arbeiten mit Temperaturen, die sind kälter als im Weltraum. Dann bewegen sich die Teilchen langsamer und wir beobachten spannende Erscheinungen. Luft wird flüssig und Stoffe werden superfluid oder superleitend. Das bedeutet, sie leiten elektrischen Strom ohne Widerstand. Sie erwärmen sich nicht und es geht keine Energie verloren. Diese Abkühlung bekommen wir mit Kältemaschinen hin, die Kryostate heißen und mit flüssigem Helium gefüllt sind. Wenn wir eine Kältemaschine starten, braucht sie mehrere Tage, um so richtig kalt zu werden. Doch um der Quantenphysik ihre Geheimnisse zu entlocken, brauchen wir auch starke Magnetfelder. Zum Beispiel, um die Wechselwirkung der Atome zu verstehen und neue Materialien zu designen. Unsere Supermagnete könnten 2 Eiffeltürme gleichzeitig anheben. Als wäre das nicht genug, erzeugen wir auch gigantischen Druck, um zu sehen, was die Atome dann so treiben. So viel Druck, als würden 30 ausgewachsene Pottwale auf einer kleinen Briefmarke stehen. Trotz dieser extremen Bedingungen sind unsere Experimente sehr empfindlich. Da darf oft kein Staubkorn drankommen. Deshalb arbeite ich oft im Reinraum. Jedes kleinste Partikel wird hier aus der Luft gefiltert. So wird dieser Raum 1.000.000-mal sauberer als jedes Wohnzimmer. Und bevor ich rein darf, muss ich mich in diese schicke Schutzkleidung werfen. Zum Glück muss ich die nicht immer tragen. Und diese Extreme sind nur gut abgeschirmt in unserem Labor. Außerdem forschen wir daran, dass in Zukunft bald normale Raumbedingungen reichen. Denn wer will schon einen tiefgekühlten Quantencomputer, der sich an einem Staubkorn verschluckt? Und nun noch viel Spaß mit Katze Kuh und bis zur nächsten Folge. Kurze Pause Wissenschaft.